Hallo, herzlich willkommen bei Interspar. Jetzt im Mai ist für mich so die Hochsaison für Erdbeeren und Rhabarber und ich habe mir ein Rezept dazu überlegt, nämlich Blondies, also praktisch der helle Part zu Brownies, also ein richtig leckerer, schokoladiger Brownie und saftig ist er ja auch. Den habe ich jetzt abgewandelt, um das Ganze so ein bisschen leichter zu machen und etwas sommerlich, frühlingsmäßig etwas aufzupimpen. Wie gesagt, mit Erdbeeren und Rhabarber, falls ihr eins davon nicht wollt oder nicht bekommt, könnt ihr es natürlich auch austauschen und die Blondies im Prinzip auch so gestalten, wie ihr sie möchtet. Dafür nehme ich etwas Rhabarber, Erdbeeren, einen Teelöffel Stärke und Vanilleextrakt. Und für die Blondies verwende ich 200 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, etwas Salz, 200 Gramm weiße Schokolade, 60 Gramm Milch, eine Zitrone, davon den Abrieb, 4 Eier, 250 Gramm Mehl und jeweils 100 Gramm Mandeln gestiftet und 100 Gramm Cashewkerne. Das erste, was ich jetzt machen werde, ich nehme jetzt den Rhabarber und schäle ihn. Also einfach hier abziehen. Ich finde, die Rhabarberzeit muss auch immer ausgiebig genutzt werden, wenn sie schon wachsen. Ich mache dann auch immer ganz gerne Erdbeer-Rhabarber-Marmelade. Ich meine, ich benutze jetzt hier im Rezept nur eine kleine Menge, aber ich habe natürlich ganz viel davon da und werde das Ganze noch zu Kompott und Marmelade und zu anderen Dingen verarbeiten. Limonade ist auch lecker. Die Erdbeeren befreie ich jetzt noch vom Grün. Eigentlich kann man das Grün auch wirklich ganz gut mitessen, aber da ich das jetzt mitbacke, denke ich, wird es einfach auch verbrennen und wäre nicht mehr so ganz schön. Deswegen nehme ich es hier jetzt weg. Jetzt den Rhabarber einfach fein hacken und davon, also geschält, nehme ich dann 200 Gramm. Erdbeeren viertel ich jetzt dazu. Hier kommt jetzt ein bisschen Vanilleextrakt dazu. Vanille rundet nämlich den Erdbeergeschmack perfekt ab. Also ich mag es echt total gerne. Und wenn ich morgens den Kindern zum Beispiel Müsli mache oder Erdbeeren schneide für den Kindergarten, dann schneide ich die und rühre so ein bisschen Zitronensaft rein und ein bisschen Vanilleextrakt. Das schmeckt echt gut. Jetzt hier die Stärke dazu, die bindet die Flüssigkeit, die gleich entsteht. Und dann kann ich das hier kurz verrühren. So. Und einfach hier stehen lassen. Und in der Zwischenzeit den Kuchen anrühren. Den Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 180 Grad, Ober-Unterhitze. Dafür gebe ich jetzt die Butter in den Topf. Die darf hier mal schön schmelzen. Den Zucker und das Salz gebe ich auch einfach mit dazu. Das Ganze jetzt bitte nicht auf höchster Stufe, sondern wirklich eher auf niedriger Stufe, damit es ganz langsam schmilzt. Und ich kann in der Zwischenzeit schon mal hier in der großen Schüssel das Mehl reingeben. Dann den Zitronenabrieb. Und da achtet ihr einfach drauf, dass es Zitronen sind, die zum Verzehr geeignet sind, also auch die Schale. Bio, ungespritzt, das steht da immer mit dabei. Die Mandelstifte kann ich schon dazugeben und die Cashews so ein bisschen hacken. Die kommen jetzt auch schon mal mit rein. So eine kleine Handvoll lasse ich noch übrig, die streue ich dann noch oben drauf. Mandeln habe ich hier auch noch mal raus. Und jetzt warte ich eigentlich nur noch auf die Butter. Wenn die Butter geschmolzen ist, schaltet ihr den Herd aus, dann kommt die weiße Schokolade dazu. Die schmilzt jetzt hier noch in der Restwärme. Es wären halt auch keine Blondies, wenn keine weiße Schokolade dabei wäre. Und dann können wir mal Karamell-Brownies machen noch mit Karamellschokolade. Ja. Ihr solltet halt echt dran denken, den Topf früh genug oder den Herd früh genug auszuschalten, damit die Schokolade einfach nicht so heiß wird, die weiße, weil die verträgt echt keine Hitze oder nicht so viel Hitze beim Erwärmen. Und jetzt ist es wieder schön geschmeidig. Jetzt kommt alles hier in die Rührschüssel. Hier kann ich jetzt noch die Eier dazugeben, alles kurz verrühren.
Was ihr übrigens mit Rhabarberschalen anstellen könnt, ist folgendes. Die Rhabarberschale enthält am meisten Oxalsäure. Und hier könnt ihr auch die Rhabarberschale verwenden, um zum Beispiel Töpfe zu reinigen. Also gerade wenn ihr mal zum Beispiel Nudeln gekocht habt und ihr habt kalkhaltiges Wasser, dann sieht man immer so die Kalkrückstände. Dann nehmt ihr einfach die Rhabarberschale, könnt ihr mit zum Spülen verwenden, jetzt hier noch ein bisschen Wasser dazugeben und dann könnt ihr so eure Töpfe und Pfannen wieder sauber bekommen. Die Kraft der Natur. Einfach genutzt. So, und hier wird jetzt alles kurz verrührt, bis sich alles schön verbunden hat. Das ist jetzt eine richtig zähe Masse. Aber so ist es halt bei Brownies und bei Blondies. Und jetzt nehmt ihr euch einfach eine Backform. Ich habe jetzt hier einen Backrahmen. Den habe ich auf 20 x 30 cm eingestellt. Falls ihr eine größere oder kleinere Backform habt, ihr könnt auch eine Emaille-Backform nehmen oder eine Springform, ein Ofenblech. Falls ihr was Kleineres oder Größeres habt, könnt ihr ganz einfach die Zutatenmenge umrechnen in meiner App oder auf meinem Blog. Da könnt ihr einfach die Größe eingeben und dann eben die Umrechenfunktion nutzen. Hier fülle ich jetzt den Teig ein. Gebt dann noch den Rhabarber und die Erdbeeren obendrauf und die restlichen gehackten Mandeln und Cashews. Und dann kommt es schon in den Backofen. Sehr schön. Richtig schön. Die Blondies sind jetzt abgekühlt und wir haben sie auch schon getestet. Einer ist nämlich schon weggegessen. Sie sind sehr saftig, muss ich sagen. Und achtet auch wirklich darauf, dass bei der Stäbchenprobe wirklich noch was hängen bleibt. Denn ein Brownie oder ein Blondie zeichnet sich ja dadurch aus, dass er eben nicht ganz durchgebacken ist und nicht so trocken ist. Das heißt hier, dieses Speckige, was man normalerweise nicht will, möchte man hier im Blondie natürlich mit drin haben. Ich finde es vor allem gut, dass der Rhabarber so eine Säure mit reinbringt, die Erdbeeren so eine leichte Süßsäure mit reinbringen und vor allem durch den Zitronenabrieb und die weiße Schokolade ist das wirklich auch ein Dessert, was man schön im Sommer jetzt verzehren kann. Also probiert es gerne aus, das Rezept gibt es bei Interspar. Postet auf jeden Fall ein Foto davon, wenn ihr es ausprobiert. Und was ich aber auch sehr gut finde, ihr könnt diesen Blondie im Nachhinein auch nochmal in der Mikrowelle zum Beispiel kurz erwärmen und eine Kugel Eis dazu servieren. Dann habt ihr nämlich einen Hot Blondie und der hält sich so jetzt auch verpackt im Kühlschrank etwa 3, 4, 5 Tage. Falls er es überlebt, falls er nicht schon vorher aufgegessen wurde. Also viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal. Tschüss!